Kärnten. In unserem südlichsten Bundesland ziert fast jeden Dorfplatz ein Kriegerdenkmal und der Kult um die Statuen und Inschriften ist auch heute sehr präsent. Unproblematisch ist es nicht. So hat der Disput um das Denkmal Fürstenstein sogar zur Verstimmung zwischen Kärnten und Slowenien geführt. Begleiten Sie heute am Tag des Denkmales mit uns einen jungen Kärntner Slowenen, der dem Disput um die Kärntner Denkmäler auf den Grund gegangen ist. Sabina Zwitter berichtet. Der Fürstenstein. Für die einen das älteste Rechtssymbol innerhalb des heutigen Österreichs. Für die anderen das Zeichen von Traum der Slowenen von Selbstbestimmung. Als Slowenien den Stein auf seine 2-Cent-Münze prägte, war Kärntens Landeshauptmann außer sich. Im Gegenzug ziert nun der Fürstenstein Kärntens Amtsdomente. Während sich diese Diskussion etwas beruhigt hat, ziehen vor dem Landhaus gerade die Teilnehmer des antifaschistischen Stadtspaziergangs vorbei. Lautstark gedenkt man der Opfer des Nationalsozialismus. Die jungen Demonstranten und Demonstrantinnen wollen Gegengewicht zur Verherrlichung von Kriegen und der Verharmlosung ihrer Taten im Zweiten Weltkrieg sein, erzählen sie Matej Wakonik. Wakonik studiert Geschichte in Wien und untersucht den Kärntner Kult und Denkmäler. Dieser Tage wird die Atmosphäre in Kärnten rau. Soeben erreicht die Demonstranten die Kunde, dass es in Krumdorf zu neonazistischen Übergriffen gekommen sei. Die Opfer dieses Angriffs kommen gerade aus dem Krankenhaus. Sie haben auch bei der Polizei Anzeige erstattet. Ich war ziemlich unter Schock. Das heißt, ich habe da ca. 10 bis 15 maskierte Leute auf mich zurennen sehen und habe mich erst einen Moment nicht gewusst, was ich tun soll. Irgendwie habe ich mich dann entschlossen, doch stehen zu bleiben, was anscheinend die falsche Entscheidung war. Neonazi-Skinheads, die teilweise, also größtenteils eigentlich vermummt waren und haben sofort angefangen, auf uns loszuschlägern. Demonstrieren wollten die Burschen gegen eine Bootsfahrt, bei der, auch laut Staatspolizei, traditionell SS-Verbände, frühere Angehörige der Wehrmacht und rechte Gruppierungen aus ganz Europa teilnehmen. Am Abend trifft man sich dann im Grumpendorfer Kursaal, um sich mental auf den Gang auf den Ulrichsberg einzustimmen. Die Veranstalter betonen, dass einschlägige nationalsozialistische Symbole nicht erwünscht sind. Jene, die nach Grumpendorf kommen, eint der Kult um das Kriegerdenkmal Ulrichsberg. Freiheit, Heimat, das verbinde ich damit. Und Nationalstolz. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr von dem Internetforum deutscher Neonazis beworben. Im Tiazi-Forum wird sie als eine super Gelegenheit zum Kontakteknüpfen angepriesen. Der Unterzeichner nennt sich selbst einen Nationalsozialist aus dem Reichsgau Kärnten. Wir sind keine, was ist, keine Rechtsextremisten, wie man so sagt. Wir sind normale Staatsbürger, die eben die Tradition und das Volkstum hochhalten wollen, das ist alles. Hier im Kursaal fühlt man sich von allen Seiten verfolgt. Seit vor Jahren die Anwesenheit Heinrich Himmlers Tochter, der NS-Ikone Gudrun Burwitz, belegt wurde, fürchten die Veranstalter, dass das Treffen durch das österreichische Verbotsgesetz untersagt werden könnte. Dieses auf die Hände tätowierte Sieg Heil wurde übersehen. Der Feind bleibt der Partisane. Weil es hat sich bis heute noch kein Richter gefunden, der diese Mörder, was schwarz auf weiß in diesem Buch angeführt sind, nie verfolgt und verurteilt. Aber jeden kleinen deutschen Soldaten möchte man auch heute noch nachlaufen und die Knochen ausgraben und über ihn Gericht halten. Zurück in Klagenfurt trifft Matej Wakonik die demonstrierenden Studenten, die auf eine Zeitzeuginnenveranstaltung warten. Plötzlich überquert ein in Klagenfurt lebender und in Kroatien gesuchter Nazi-Kriegsverbrecher die Straße. Er wurde im Zuge der Europameisterschaft von einem englischen Journalisten erkannt. Sein Bild ging um die Welt. Matej Wakonik will ihn befragen. Er ist jedoch nicht gesprächsbereit. Das war der Milivoj Asnets, 95 Jahre mittlerweile, Polizeikommandant von, in Požega, damals verantwortlich für die Deportation von Jüdinnen und Juden in verschiedene KZs in Kroatien. Aschner lebt seit Jahrzehnten in Kärnten und müsste eigentlich an Kroatien ausgeliefert werden. Nachdem er in der englischen Zeitung Sun einen rüstigen Eindruck machte, soll nun überprüft werden, ob er noch prozesstauglich ist. Als skandalös empfindet dieses Wegsehen ein Opfer des Nationalsozialismus, Universitätsprofessor Katja Sturm-Schnabel. Sie wurde, weil Kärntner Slowenin, als Kind ausgesiedelt und hat im Lager ihre Schwester verloren. Dieses Denkmal empört mich. Das empört mich richtig, weil von Partisanen Terror zu reden, wo die Partisanen eine Befreiungsarmee gegen den Faschismus waren, das ist immer nicht nur suspekt, das ist eine Frechheit.
Das öffentliche Erinnern sei in Kärnten geprägt von Heimatverbänden und Kameradschaftsbünden. Hans Haider hat deswegen in Villach den Verein Erinnern ins Leben gerufen. Auf einem Denkmal stehen zum Beispiel nun auch die Namen von Villacher Sinti. Unser Denkmal ist sozusagen ganz bewusst ein Denkmal gegen diese Gedenkkultur, aber eine andere Gedenkkultur, weil wir erinnern an die Nazi-Herrschaft und an die Opfer. Das Denkmal